Dido, eurem YouTube-Kanal für Spielzeug und Geschichten. Heute haben wir euch den Kiddigo von VTech mitgebracht. So sieht er also aus. Sehr schön verpackt, vor allen Dingen können wir auch schon erahnen, was es alles zu entdecken gibt. Der Kiddigo ist nämlich vor allen Dingen für Kinder super. Einmal haben wir ein robustes, aber auch sehr tolles und cooles Design. Das heißt, falls uns der Kiddigo mal aus Versehen aus der Hand fallen sollte, ist das normalerweise nicht ganz so schlimm, weil der wirklich einiges aushält. Außerdem ist ein praktischer Aufsteller dabei, sodass ihr den Kiddigo einfach neben euch stellen könnt und entspannt Filme schauen könnt, ohne dass ihr den Kiddigo die ganze Zeit in der Hand halten müsst. Und als letztes sind auch coole Kopfhörer dabei, wenn ihr mal eure Musik oder Filme ganz allein für euch hören möchtet. Ja, und der Kiddigo wird nicht umsonst Multimedia Player für Kinder genannt, weil ihr neben Musik, Filmen und Fotos auch eins von 5 aufregenden, schönen Spielen spielen könnt. Da hier oben schon ein schicker Pfeil mit Teste mich draufsteht, zögern wir natürlich nicht lange und ich probiere das Ganze mal aus. Tada! Hui, ist das aber bunt! Also Kinder, es wird definitiv nie langweilig und ihr könnt euren Kiddigo natürlich überall mit hinnehmen, weil er klein und handlich ist. Wie ich schon erwähnt habe, können wir nämlich hier ganz tolle Filme schauen, wie Mickey und Minnie Maus, Disney's Cars und weitere klasse Filme. Ihr könnt eure eigenen Lieblingslieder auf den Kiddigo spielen. Und falls ihr und eure Freunde ein neues Lieblingslied gefunden habt, ist es auch möglich, das Lied ganz einfach zu kaufen und auf dem Kiddigo abzuspielen. Aber genug geredet, es gibt so viel zu entdecken, also fangen wir doch am besten einfach mal an und packen dieses Gerät erstmal aus. Ich habe mir da so einen Stift genommen, da geht das ein bisschen einfacher an der Seite auf. Na. Ach, schaut mal, da ist noch ein Klebestreifen. Ja, zack. Und zack. Jetzt geht's einfacher. Oh, das sieht noch ein bisschen langweilig aus, keine Sorge, das ist bloß die Rückseite. Wunderbar. Hier ist er. Also holen wir doch erstmal aus dieser Plastikschachtel heraus. Das geht ganz einfach. Also ich muss sagen, der liegt wirklich sehr gut und weich in der Hand. Der ist nicht zu groß, ist nicht zu klein, passt super einfach in jede Tasche, aber auch in meine Hand. Ich kann also echt überall mit hinnehmen und schnell rausholen, wenn mir mal langweilig sein sollte. So, hier haben wir ein Kabel, damit wir quasi den Kiddigo mit dem Computer verbinden können. Und ein hübsches orangenes Band. Was wir damit wohl machen? Seid gespannt! Hier nochmal das Kabel, was ich gerade erklärt habe. Interessant, interessant. Die Anleitung, die ist jetzt ein bisschen komplizierter. Da stehen noch viele technische Hinweise drauf. Und ein kleines Prospekt. So, jetzt gucken wir doch erstmal, was ich alles an den Kiddigo anschließen kann. Schaut, hier an der Seite ist die Öffnung für das Verbindungskabel zum Computer. Das braucht ihr, wenn ihr mal neue Lieder oder neue Filme oder ähnliches auf einem Kiddigo haben möchtet. Hier an der Seite ist Platz für eine, ich nenne es mal Speicherkarte. Das heißt, falls irgendwann schon so viele Filme, Musik und so weiter auf eurem Kiddigo sind, dass der Ganze quasi platzt, weil er so voll ist, dann könnt ihr den Speicher auch erweitern. Das heißt, ihr könnt noch mehr Platz schaffen. Das ist wie, als würdet ihr quasi in eurem Zimmer nochmal einen extra Raum dran bauen. Und das geht eben auch hier mit einer sogenannten Micro-SD-Karte. Aber das braucht einfach nur eure Mama fragen. Die weiß dann schon Bescheid. Ach, jetzt habe ich die ganze Zeit gequatscht. In der Zwischenzeit habe ich nämlich schon das hübsche orangene Bändchen an die Seite angebracht. Das ist eigentlich nur ganz praktisch, dass sonst der Kiddigo nicht runterfällt. Da können wir es nochmal fester halten. Und es sieht natürlich auch noch sehr gut aus. So, und hier an die Seite könnt ihr die Kopfhörer anstecken. Aber die müsst ihr natürlich nicht anstecken, nur wenn ihr vielleicht irgendwo in der Öffentlichkeit seid, draußen, wo es andere Menschen stören könnte, wenn ihr eure Musik hört. Dann kann man da natürlich auch ungestört mit Kopfhörern weiterhören. Und tada, hier ist noch die Halterung, damit man den Kiddigo auch einfach aufstellen kann. Zum Beispiel, um Filme zu schauen, ohne den die ganze Zeit in der Hand halten zu müssen. Also das ist auf jeden Fall super praktisch. Hier unten entdeckt ihr das Batterienfach. Der Kiddigo ist nämlich elektronisch und batteriebetrieben, das spricht. Irgendwann ist auch der Akku leer, dann müsst ihr neue Batterien reintun. Und zwar 4 Stück mit der Größe AA.
So, jetzt wissen wir, wo alles hingehört, was wir alles machen und anstecken können. Wird Zeit, das Gerät einzuschalten. So, am Anfang wird nochmal erklärt, wie wir den KittyGo zu bedienen haben, was wir alles damit machen können. Aber das habe ich euch ja eben schon alles verraten, deswegen überspringen wir das jetzt mal. Klick, klick, klick. Das ist das Hauptmenü. Hier könnt ihr auswählen, was ihr am liebsten machen möchtet. Ich fange mal an, Einstellungen vorzunehmen. In Einstellungen könnt ihr zum Beispiel die Helligkeit verändern. Falls es zum Beispiel abends zu dunkel wird, könnt ihr den Bildschirm auch heller machen, damit ihr besser sehen könnt. Oder auch die Lautstärke verändern und so weiter und so fort. So, hier wird nochmal genauer erklärt, wie ich den KittyGo zum Beispiel mit einem Computer verbinde. Huch, jetzt habe ich schon wieder das Gleiche angedrückt. Eigentlich wollte ich euch doch zeigen, wie wir hier Musik und Filme und Spiele spielen. Mensch, Mensch, Mensch. Jetzt aber, fangen wir mal mit dem Musikplayer an. Hier könnt ihr fröhliche Lieder abspielen und diese lustigen Balken bewegen sich dazu im Hintergrund. Natürlich könnt ihr den KittyGo auch neben euch legen, den Lautsprecher lauter stellen und fröhlich drauf lostanzen. Und auf geht's! 1, 2, 3, 4. Wie bereits erwähnt, könnt ihr natürlich auch neue Lieder kaufen. Ihr könnt euch aber auch eure eigene Liste zusammenstellen, bei der ihr selbst bestimmen könnt, welche Lieder wann gespielt werden oder das Ganze einfach wild und durcheinander abspielen lassen. Also wie ihr seht, verbreitet der KittyGo auch im Kinderzimmer beim Tanzen viel, viel Freude. Nichtsdestotrotz kann er auch unterwegs, vor allem bei super langen und langweiligen Autofahrten, ihr kennt das bestimmt, für Spaß und Freude sorgen. Deswegen geht's jetzt weiter mit der großen Auswahl an Filmen. Also hier ist auch schon eine kleine Auswahl an Kurzfilmen vorhanden. Ich sehe da unten zum Beispiel schon Mickey Mouse, aber auch Winnie Pooh. Jetzt wähle ich aber meinen persönlichen Lieblingsfilm aus. Na, kennt ihr es? Ganz genau, Lightning McQueen und Disney's Cars. So ein witziger Film. Ausgetrickst. Du kriegst das rote Tuch nicht. Haha. Damit kann man sich natürlich auch stundenlang beschäftigen. Also ich würde sagen, der KittyGo ist wirklich eine super Anschaffung, falls es mal langweilig wird, weil dort Spiele gespielt werden können. Ihr könnt Filme schauen, Bilder angucken oder lustige Musik hören und dazu tanzen, singen und Spaß haben. Liebe Kinder, das war unser Unboxing-Video vom VTech KittyGo. Wenn ihr weitere Videos mit coolem Spielzeug sehen wollt, dann klickt auf die kleinen Videos unten im Bild oder abonniert unseren Channel. Wenn ihr uns etwas mitteilen möchtet oder Vorschläge für euer Lieblingsspielzeug habt, dann kommentiert das Video einfach. Wir antworten euch dann so schnell es geht. Zeigt euren Freunden, dass euch unser Kanal gefällt und teilt uns in euren Netzwerken. Bis bald, euer Pandido-Kanal.